Bocholts kleinster Reporter Jörg Konsel ist wieder für Bocholt TV unterwegs. Und wenn ich jetzt meinen Finger nach oben in Strecke, Freitagabend 19.30 Uhr, dann misst mein Finger 19,53 Grad und dann nochmal die Windrichtung testen. Ja, Windrichtung leicht Südwest, also wir können wieder von Bocholts karibischen Sommer sprechen. Und wo ich mich befinde, im Hintergrund hören Sie die leise Musik und jetzt sehen Sie dann auch schon die ersten Eindrücke von der Café del A hier direkt am Hertie-Gebäude am Neutorplatz. Und ich werde jetzt für Sie das ganze Angebot, was es hier gibt, Stück für Stück testen und dann mal sehen, wie die Café del A sich hier so macht. Also super schön und sollte man eigentlich im Sommer immer haben. So, und hier wird dann schon in der Lounge bei der Café del A auch ein Bierchen getrunken. Ich habe hier gerade vier Jungs sitzen. Jungs, warum seid ihr hier? Das sieht ganz cool aus hier, ne? Also chillige Area und hier kann man schon mal ganz gut eintrinken. Ne? Ja, eigentlich kann ich das nur so beipflichten. Die Musik ist ganz chillig und das Wetter stimmt ja eigentlich heute auch noch ganz gut. Deswegen dachten wir, kommen wir mal hier hin, wollen wir mal austesten, wie es hier so ist. So, jetzt stehe ich hier vor einer alten Wand des Hertie-Gebäudes und die ist schon wunderbar blau verziert und es wird hier eine Beachlandschaft gesprayt. Und dann darf ich doch einfach mal fragen an den Sprayer, was für ein Konzept steckt jetzt hinter eurem Bild? Was soll hier am Ende entstehen, Stefan? Wir haben uns natürlich angelehnt an das Café del A, sprich ein Beach-Café soll es ja werden für die nächsten Wochen. Und dementsprechend haben wir hier einen Beach-Hintergrund gemalt mit Palmen, Blüten, einem kleinen Jungen, der von der Welle getroffen wird. Alles, was so mit Strandleben und gute Laune zu tun hat. Ich bin hier oben auf der DJ-Kanzel und als DJ, der ich ja selber so Partymusik ein bisschen auflege, ist das natürlich eine tolle Location für mich, hier oben mal zu stehen beim DJ-Team M&H. Und da jetzt die Frage an das DJ-Team, wir hören jetzt im Hintergrund gerade Lounge-Musik, so ein bisschen Café Del Mar-Musik. Wird das jetzt die ganze Zeit so gespielt oder wie ist die Musikrichtung in den nächsten zwei Wochen ausgelegt? Ja, also wir spielen natürlich hauptsächlich Lounge- und Beach-Musik. Das ist auch unser Favorite so ein bisschen. Wir spielen also hauptsächlich auch im Sommer eben auf solchen Events und da passen wir uns natürlich auf die aktuellen Sachen an, die, sag ich mal, in Ibiza gespielt werden, die auf Sylt gespielt werden, auf allen bekannten europäischen Beach-Partys und so ist eben der Sound. Ne? Von wann bis wann liegt ihr hier jeweils auf? Wir spielen immer von 17 bis 21 Uhr. Jetzt an diesem Wochenende, am nächsten Wochenende auch, freitags und samstags. Und dann am 29. am Freitag ist nochmal Midnight Shopping. Da werden wir bis 22 Uhr machen. Ich habe mir jetzt was zu essen besorgt, hier am Stand von Café Sahne. Ein Baguette mit Parmaschinken, wunderbar belegt. Und ich habe jetzt auch schon richtig Hunger und sage dann erstmal guten Appetit und melde mich dann, wenn ich das Baguette aufgegessen habe, wieder. So, jetzt habe ich gegessen, jetzt habe ich natürlich auch Durst. Ich bin wieder bei Andrea gelandet vom Stand vom Café Sahne. Andrea, ich bin eigentlich Biertrinker, aber wenn man hier schon an der Café del A ist und so einen Lounge-Charakter hat, dann muss es ja auch eigentlich ein Longdrink sein, oder nicht? Ja, ich habe einmal einen Hugo da, das ist ja, Hugo ist ja so süßlich gemeint. Aber das ist ein Standard-Frauengetränk, möchte ich nicht so. Ist aber auch ein Frauenstandard. Ich habe noch Cocktails da. Ich habe da zwei verschiedene, die mit Alkohol sind oder auch ohne Alkohol. Ein bisschen Alkohol kann ich wohl vertragen. Da habe ich einmal einen Zombie, das ist mit Orange, Rum und Brandy und Aprikot. Und dann habe ich einen Havanna Spezial, der ist mit Pfirsichlikör, Rum und Kaktuslikör. Empfehl mir was. Also ich würde den Havanna Spezial nehmen. Also ein Gruß an Andrea. Andrea, der Drink schmeckt hervorragend. Dankeschön. Prost nochmal.
Ja, und bei der Café del A habe ich jetzt einen Mann getroffen, der momentan für Furore sorgt. Und beim Sat.1 Frühstücksfernsehen, bei der Aktuellen Stunde und morgen sogar in der Bild-Zeitung ist er dann zu sehen. Und jetzt ist er hier bei der und an der Café del A. Unser Bokensen-Tenor Winnie Biermann. Winnie, wieso bist du jetzt hier? Die Musik ist ja jetzt Lounge-Musik, ist Café del Mar-Musik, eine etwas andere Musik, wie du sie machst. Warum bist du jetzt hier? Ja, ich bin heute Abend mit meiner Frau in die Stadt gegangen, um mir ein paar Sachen zu kaufen und habe natürlich diese Woche auch gesehen, was hier los ist mit Café del A und da haben wir uns gesagt, wir trinken heute Abend mal gemütlich hier einen Cappuccino, gucken uns die ganze Sache mal an und ist wirklich eine tolle, gemütliche Sache. Der Wettergott spielt auch mit und ich habe heute Mittag noch ein schönes O Sole Mio gesungen und hat wohl wieder geholfen mal, ne? Aber nicht nur das hilft ja. Kurz ein paar Worte, was in dieser Woche bei dir los war. War ja der Wahnsinn. Man hat es im Internet verfolgt, auf Facebook verfolgt. War ja jede Menge. Was kommt noch oder wie war das Ganze? Ja, diese Woche war also ziemlich turbulent und verrückt. Und ja, fing letzte Woche Freitag damit an, dass alle anriefen. Sat.1, RTL, ARD, WDR und die Bild-Zeitung letztendlich auch noch. Und aber da müssen wir sagen, das hat ja auch was mit Bocholt TV zu tun, oder? Das, der Ursprung? Ja, natürlich. Also der Bocholt TV-Sender hat dieses Video gedreht, was bei YouTube zu sehen ist von mir. Der Winnie, der singende Tracker. Und das ist wunderschön geworden. Und das wurde dann veröffentlicht bei YouTube. Und das haben sich dann die Leute wohl angeschaut und fand es recht interessant. Und sind dann quasi daraufhin losgegangen und haben bei uns angerufen und haben gefragt, ob sie das auch mal drüber berichten dürfen oder können. Was mich als Dishjockey interessiert, wann gibt es eine CD von dir? Ja, wann gibt es eine CD? Das ist eine gute Frage. Es ist ja, ich sag mal, von mir ein Hobby und eine CD-Produktion kostet wahrscheinlich viel Geld und ich sag mal so, wir warten jetzt auf die Dinge, die da noch kommen und natürlich ist der Wunsch, mal eine eigene CD zu haben, sehr groß und dass sie vielleicht auch auf den Markt kommt, aber das wird sich dann eben halt in naher Zukunft hoffentlich auch zeigen. Ja, wenn man hier über das Café del A entlangläuft, sieht man eine riesige Projektionsleinwand. Da habe ich auch schon ein paar Fotos gesehen. Und jetzt stehe ich hier hinter dieser ganzen Geschichte bei der Firma IBS von Bertolt Schlüter und habe den Simon Schlüter hier bei mir. Simon, was kann man hier machen, wenn man sich dann hier vorstellt? Also man kann sich hier fotografieren lassen und nach 5 bis 10 Minuten sind die Bilder dann auf der Leinwand zu sehen. Und von wann bis wann kann man sich hier mal fotografieren lassen? Freitags und samstags von 17 bis 21 Uhr. Und das Ganze kostet mich dann auch Geld oder ist das kostenlos? Das ist komplett kostenlos. Also das hört sich doch prima an. Kannst du von mir auch ein Foto machen? Ich meine, die Kamera muss ein bisschen nach unten bei mir vielleicht, aber ansonsten wäre das möglich? Hier ist einfach eine chillige, loungeige Atmosphäre, das erinnert an Café del Mar in Ibiza. Einfach eine tolle Geschichte und dann würde ich sagen, kommt selber vorbei hier am alten Hertie-Gebäude am Neutorplatz. Das war Jörg Honsel, Bocholts kleinster Reporter für Bocholt TV. Schönen Dank für Ihr Anklicken.